Am Freitag, den 10.10.14, habe ich mich nachmittags wieder mal auf den Weg gemacht. Wieder mal ein scheiß Börsentag. Aber es soll mich nicht jucken. Ich wollte recht vom Hasperbach da hoch. Dieser Berg, den ich gerade besteige, hieß auf älteren Karten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Hunnenberg, Hinnenberg oder so ähnlich. Das deutet auf eine Befestigung hin. Jedenfalls etwas älteres oben. Deshalb besteige ich hier den entsprechenden Weg, um mal nach dem rechten Schutz zu gucken. Eventuell geht es dann übers Kettelbachtal zurück nach Hause. Aber nicht über Aspe, eher über Köckelhausen. Von der Waldstraße aus geht's über den Weg hier. Ich hatte eben sozusagen eine Abkürzung genommen auf den Südhangweg. Am Ende des ersten Anstiegs vor der Kurve befindet sich ein größerer Steinbruch. Wie man es hier nahe der Hasper Stadtlandschaft, sage ich dazu, nicht anders erwarten kann. Was bei diesem Gestein zu gebrauchen ist, kann ich nicht sagen. Sieht hier recht wüst aus teilweise noch. Die Kuhlen ziehen sich runter Richtung Hasperbachtal. Bin westlich davon am Hang direkt. Rechts vor mir ein recht tiefes Loch. Nicht ein alter Baumstamm und neuer quer. Dahinter geht steil hoch. Wie alt und von welcher Bedeutung kann ich nicht sagen. Deshalb lohnt sich das Ganze, denke ich mal, schon. Obwohl ich auf der Suche nach Älteren bin. Vorgeschichtlich oder wie auch immer. Das halte ich hier nicht für früh oder vorgeschichtlich. Der weitere Weg von dem Knick aus ist ziemlich steil. Der Weg ist breit und schottrig und führt an größerem Laubbaumbestand vorbei. Leider ist die Aussicht hier Richtung Spielbrink oder Niederhaspe sehr bescheiden. Weiß nicht, ob man sieht, vor mir das Gymnasium, davor der Sportplatz, rechts schon die Kölner Straße. Ansonsten ist es hier Freitagnachmittags schön ruhig, kaum Leute unterwegs. Für Radfahrer ist es hier recht steil, also da muss man schon ordentlich Kondition mitbringen. Ich war hier noch nie, bin gespannt, wie es weiter oben aussieht. Vielleicht hat man noch eine Aussichtsmöglichkeit. Noch ein Blick zurück. Hier am Hang, unterhalb der Stelle, sieht es wieder nach einem Hohlweg aus. Breit, stellenweise, aber auch an einer Stelle nur flach. Ich werde den nicht weiter verfolgen, weil ich gehe nicht geradeaus, sondern links den steileren Weg hoch, um den Gipfel zu erreichen. Linke Hand befinden sich stellenweise Kuhlen, von denen ich nicht sagen kann, welche Bedeutung die haben. Hier liegen auch viele Wurzelreste rum von Bäumen. Es kann sich also durchaus um alte Wurzelausrisse handeln. An einem Wasserbehälter vorbei, den man nicht mehr sieht, schlängelt sich der etwas schmaler gewordene Weg durch Gelände, was ziemlich
zerwühlt aussieht, stellenweise Anzeichen von Hohlwegen hat, aber in dieser Hinsicht nicht ganz eindeutig ist. Hier an der Stelle würde man den Weg selbst als Hohlweg bezeichnen können. Der führt ziemlich nah am Gipfelgrat aufwärts. Die Steine sind hier teilweise geglättet, das heißt abgenutzt von der Benutzung des Weges. Man läuft hier also über Felsen. Schön, dass hier kurz vorher geputzt worden ist oder so ähnlich. Es geht also immer höher, relativ geradeaus. Links und rechts relativ junges Laubwäldchen. Ansonsten gibt es hier nichts Aufregendes zu berichten. Bislang. Dieser Felsen ist also auch recht glatt hier. Die Steine selbst sind also ziemlich abwechslungsreich. Hier sieht schon eher schiefrig wieder aus. Möglicherweise aufgrund der Verwitterung. Mit dem möglichen Verwendungszweck oder Verwendungsmöglichkeit kann ich auch nichts sagen hier. Mal gucken, was sich weiter oben noch ergibt. So. Ja, schon fast in Gipfelnähe, würde ich sagen, verlässt der Weg wieder die Hohlwegtrasse. Und hier kann man dann sehr deutlich sehen, dass es sich um einen ausgewachsenen Hohlweg handelt, sodass der Weg hier auch schon Jahrhunderte alt sein dürfte. Hier vorne geht der Wanderweg in den Hohlweg über. Da bin ich gerade hergekommen, da hatte ich auch gefilmt. Da, wo die Erde teilweise weggewaschen ist. Links hat man immer noch keinen Ausblick auf Haspe und Westerbauern, was da sonst noch kommt. Schade eigentlich. Der Weg schneidet hier direkt durch den Gipfel, auf den ich jetzt stehe. Der Hohlweg verliert sich hier rechts Richtung Südwesten. Am Gipfel selbst nichts Auffälliges, außer dass hier stellenweise Steine rumliegen, die man vielleicht hier aus dem Weg rausgeworfen hat, weil sie störten. Dieser Weg zieht sich weiter fort auf der Höhe. Rechts hört man den Lärm aus dem Tal der Ennepe. Auch hier keine Aussichtsmöglichkeit. Mittlerweile habe ich den nächsthöheren Gipfel erreicht. Hier sieht es wild romantisch aus. Ilex dabei. Der Weg ist wirklich schön. Waldboden teilweise am aufgehenden Teil sieht das aus wie gepflastert. Steine dicht an dicht. Ansonsten Wildnis. Blick ins Tal der Ennepe. Man sieht nur einzelne Häuser durchschimmern. Rechts, ein Stückchen weiter runter, ist abgezäuntes Gelände. Auch dort alles dicht bewachsen. Kein Überblick möglich. Durch den Ilex hier wird das Ganze natürlich noch ein bisschen undurchsichtiger. Aber der Weg, der ist schön. Jetzt geht es hier wieder etwas runter. Mulde, Tälchen kann man schlecht sagen. Ist auch trocken der Bereich. Den Hohlweg habe ich hier aus dem Auge verloren. Hier vorne ist noch eine leichte Erhebung. Gehen wir mal drauf zu. Keine schrägen Bäume. Etwas Farn am Boden. Ja, im Hintergrund sieht man Haspe etwas durchschimmern. Ansonsten Pilze.
Hafen du bist, würde ich sagen. Hinaus die Marzipan. Marzipanei. Ja, da gehe ich dann nicht weiter. Also das Gelände hier erinnert mich an den Bereich an der Philippshöhe etwas. Ansonsten ruhig, kaum Vogelgezwitscher. Auch sonstige Tierspuren, Fehlanzeige hier. Was urwaldmäßig. Also wer sich abgesehen von Straßen und Industrielärm, Eisenbahnlärm gelegentlich erholen möchte, kann das hier leicht tun. Ein Hinweis noch, wenige Schritte weiter kreuzen hier mehrere Wege. Wenn man sich immer an den mittleren hält, kommt man hier an das Kreuzzeichen vorbei, an dem Kreuzzeichen vorbei. Da führt ein weiterer, breiterer Weg runter ins Hasperbachtal, würde ich sagen, so wie es aussieht. An der anderen Seite geht es halt weiter hoch wieder, aber ich bin da schon ein Stück runter. Der Berggrat ist rechts. Da sehe ich auch eine Mulde. Unbekannte Art, allerdings mit quadratischen Stein, eventuell Höhenpunkt. Mulde ist nicht tief. Noch ein Blick aufs Gelände. Ich habe Gegenlicht hier, aber keine auffälligen Strukturen weiter. Ich folge dann dem Weg und wende mich nach links, um wieder näher ans Hasperbachtal zu kommen. Nicht ganz unpassend führt der Weg bis zu einem größeren Weg, dem ich dann nach links folgen kann. Rechts führt der größere Weg in Richtung Berggrat, wo man hin und wieder übrigens doch noch den Hohlweg weiter den Grat verfolgen sehen kann. Ich komme hier raus an einen Notrufpunkt D10-1HA. Und rechts ist noch ein Schild, sehe ich gerade. Ja, das ist abgesperrtes Gelände mit der Bitte, es nicht zu betreten. Möglicherweise ist hier die Abraumhalde, die habe ich schon mal von der Innepetalseite herkommend gesehen. Weiter hinten gibt es auch einen interessanten Hügel noch, der aber natürlichen Ursprung zu sein scheint. Das werde ich vielleicht ein andermal nochmal in Augenschein nehmen. Ich will aber die Tour, weil schon 16 Uhr jetzt ist, nicht so sehr ausdehnen. Links sieht es auch schön aus. Schauen wir da mal weiter. Ich bin am Ende der Müll- oder Schutthalde, die abgesperrt ist, oben an zwischen Lockfinke und Rönsel. Bin von dort aus diesen Kreuzwanderweg ein Stückchen noch gegangen und dann habe ich mich links auf einen Weg begeben, der wohl als Reitweg gedacht ist und an ein Tälchen runterführt. Auch hier sieht man im Hintergrund relativ schmalen Hohlweg ins Tal führen. Der Pfad hier, den ich gehe, der macht einen Knick und bei diesem Knick findet sich ein etwas stärkerer Taleinschnitt und eine Mulde, die wohl wasserführend, also ein Teich darstellen soll, mit einem Damm davor, relativ großer Damm für den kleinen Teich. Idyllisches Gelände, das hier in Nadelwald übergeht. Und ich stehe hier auf einem kleinen Hügel von drei Bäumen besetzt, dessen Ursprung ich mir auch nicht so erklären kann, wenn es sich nicht hier um den Aushub von dem Teich handelt, aber er wäre ein bisschen weit weg.
gehe ich mal einfach davon aus, dass es keine besondere Bedeutung hat. Schönes Gelände auch hier, sehr ruhig, sehr schöner Weg, meine Empfehlung. Es geht jetzt Richtung Westen, wieder zum Hasperbachtal runter. Im Lohnscheid heißt das wohl hier. Etwas weiter abwärts auf der gespurten Piste komme ich hier an eine leichte Absperrung. In einem anderen Seitentälchen unterhalb der vorhin angesprochenen Halde bei Lockfinke. Und hier findet sich wieder ein Damm und der Teich führt noch etwas mehr Wasser. Dahinter sieht man auch schon die Straße, die im Lohnscheid runterführt ins Hasperbachtal. Des Weiteren sehe ich weiter unten Grünfläche. Also ich nähe mich wieder Hasper. Und am Ende der Straße, da geht's noch zur Hausnummer 84, stehen wieder Häuser. Ja, schlechte Sicht soweit. Jetzt geht's besser. Edge, Edge, heute gehe ich doch die Sachsenstraße. Bin auf dem Fußweg zum Freibad. Ist das. Leider sind auch hier die Lichtverhältnisse bescheiden. Aber ich wollte nicht durchs Tal weiter. Da stinkt's. Neben der alten Brauerei Pfingsten, dem Restaurant. Da steht eine Fabrik mit Schornstein. Also mache ich den kleinen Umweg noch. Wenig Betrieb heute, trotz des schönen Wetters. Aber schon herbstlich kühl. Da ist sie. Die Sachsenstraße. Und aus der Schlesierstraße bin ich gekommen. Woran erkennt man den Sauerländer noch? Nehmen wir an, dass die Sachsen auch dazu gehört. Ist doch klar, Wetterseite verschiefert. Früher haben hier mal Bäume gestanden. Das war dann im Sommer schön schattig. Eine Hörnstraße. Aber es stehen auch genug Bäume noch seitlich. Und Schatten braucht man nicht unbedingt. Ich gehe gleich durch die ruhige Rhein-Richter-Straße. Um mal da ein bisschen zu gucken. Ja, so bin ich auch früher runter. Ja, ich bin jetzt in der Olmwichterstraße. Muss sagen, es ist doch wirklich hier, wenn man bedenkt, dass hier früher mal Werksanlagen waren mit Kränen, Metallverarbeitung bzw. Metalltransport. Ruhig ist es geworden, ja. Hin und wieder verirrt sich mal ein Fußgänger mit oder ohne Hund.